Moin und herzlich willkommen zu deinem, meinem, unserem Motorradkanal. Ja, mir geht es genauso wie vielen anderen auch. Ich bin ein Saisonfahrer und werde an diesem Wochenende wohl das letzte Mal fahren, obwohl jetzt ja gerade das Wetter schön geworden ist, und sie dann in der nächsten Woche, Anfang der Woche, ins Winterlager stellen. Ja, eine Frage stellt sich immer beim Winterlager, und zwar steckt die Frage hinter diesem kleinen Teil hier: Was mache ich mit der Batterie? Da gibt es nun viele Ansichten darüber, und ja, ich möchte euch meine Ansicht darstellen. Die ist nicht unbedingt repräsentativ, aber ich fahre seit 10 Jahren ganz gut damit. Also, wird sie wohl Bestand haben. Grundsätzlich erstmal zur Batterie. Wie mag es eine Batterie ins Winterlager zu gehen? Ganz einfach, voll geladen. Das heißt also, bitte, wenn ihr das Motorrad abstellt, ladet die Batterie komplett voll oder fahrt eben eine lange Strecke, damit die Batterie dann eben durch den Generator geladen wird. Eins von beiden. Aber sie sollte voll in den Winter gehen. Denn mag es eine Batterie überhaupt nicht, wenn es kuschelig warm ist. Und sie mag es auch nicht, wenn es zu kalt ist. Das heißt, wenn ihr einigermaßen tiefe Temperaturen habt, dort wo ihr sie abstellt, dann holt die Batterie lieber raus. Und wenn ihr sie rausgeholt habt, stellt sie bitte nicht ins Wohnzimmer, denn beides kann sie nicht ab. Die ideale Temperatur für so eine Batterie ist ungefähr bei 10 Grad. Da verliert sie nicht zu viel, und dieses Tiefentladen wird auch vermieden. Nun zur Dauer der Lagerung ohne Laden. Also bei mir ist es so, dass mein Motorrad 5 Monate abgemeldet ist, und das ist dann schon grenzwertig. Also bei mir habe ich immer das Gefühl, dass die Batterie gerade noch so das Starten schafft, aber das war es dann auch. Sie entlädt sich nicht tief, aber 5 Monate sind schon ein bisschen lang. Eigentlich sagt man, so eine Batterie beim Motorrad nach 3 Monaten Stillstand sollte sie mal durchgeladen werden. Viele BMW-Fahrer haben ja dieses besondere Ladegerät. Ja, ich zähle mich dazu. Das kann ja auch dran geschlossen bleiben. Aber ich persönlich habe das noch nie gemacht und habe es bis jetzt auch noch nicht gebraucht. Aber naja, was soll's. Ja, das sind so meine Gedanken zu diesem ganzen Thema. Also wisst ihr, ich lasse die Batterie drin. Nichtsdestotrotz möchte ich euch zeigen, wie die Batterie bei einer RS rauszuholen ist. Das ist eigentlich ganz einfach, aber so ein bisschen was ist dabei zu beachten. Nachher vor allen Dingen auch wieder beim Zusammenbau. Damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt, baue ich das ganze Zeug nochmal um und hoffe, durch meine neue Kameraperspektive euch das ganz gut zeigen zu können. Jo, also bis gleich. Ja, welcome back. Nun bin ich soweit, ich habe die neue Kameraperspektive an den Start gebracht und hoffe, jetzt könnt ihr etwas mehr sehen. Ja. Also zusätzlich habe ich die Kamera noch laufen mit ein bisschen einer Nahaufnahme. Jo, nicht so lange quatschen, loslegen. Das Teil abzukriegen ist eigentlich ganz leicht. Hier ist eine Schraube, die drehen wir los. Zack, weg damit. Und dann hier oben anfassen, rausziehen und nach oben wegziehen. Dann ist das fertig. Hier ist ein Nuppel, da ist ein Nuppel, der geht hier rein, beziehungsweise da rein. Passt. Ja, hier drunter verbirgt sich die Batterie. So, wenn ihr die mal laden wollt, braucht ihr nicht unbedingt den CAN-Bus-Anschluss von oben, sondern da könnt ihr das Ladegerät auch direkt hier anschließen. Denn sie hat hier einen Angriffspunkt für das Ladegerät. Hier und da könnt ihr das Ladegerät anschließen und schon ist gut. Dann könnt ihr sie auch aufladen, ohne dass ihr dieses teure BMW-Ladegerät benutzen müsst. Da ich das teure Ding gekauft habe, brauche ich das nicht. Ja, wie kriege ich die Batterie raus? Als erstes nehme ich mal hier vorne den Riemen ab. Der ist hier unten
reingesteckt, also einmal, zweimal erledigt. Dann ist hier noch eine Abdeckung drauf, die ist einmal hier eingehakt, in der gleichen Art und Weise und hier unten eingehakt. Rausholen kann ich das Ganze eigentlich relativ einfach, indem ich es hier unten anfasse, da Druck ausübe und sie nach vorne wegziehe. Zack. Ihr seht, hier einmal ein Haken, da einmal ein Haken, hier unten einmal ein Haken und so wird die Batterie eingehakt. Die Batterie ist jetzt ein Stück mit rausgekommen. Sie liegt jetzt auf dieser Platte oben drauf. Und genau das ist es auch, was ihr beachten müsst, wenn ihr die Batterie nachher wieder einbaut. Aber dazu kommen wir gleich. Wenn ihr jetzt die Batterie ausbauen wollt, schraubt ihr erst den Minuspol ab. Dann zieht ihr sie raus. Ne, die lässt sich leicht rausziehen, bis ihr hinten zu dem Pol angelangt und schraubt den Pol ab, zieht sie ganz raus, erledigt. Da ich sie nicht ausbauen will, schraube ich selbstverständlich auch die Sachen nicht ab. Ne? Aber ich glaube, die beiden kleinen Schrauben sollte jeder gelöst bekommen. Ja, jetzt kommen wir dann auch schon mal wieder zum Einbau. Und dabei ist es eben wichtig, so wie ich das jetzt gemacht habe, die Batterie ein wenig rauszuziehen. So, und dann wird dieses Teil hier wird wieder unter die Batterie gepackt. So, dann ist es ein bisschen knifflig. Diese beiden Dinger müssen hier und auf der anderen Seite reingepackt werden. Dazu wird die Batterie angehoben, nach hinten gedrückt und vorne unten auch reingedrückt. Zack. So dass dieser Nupsel und hier unten dieser Nupsel wieder in ihre Artierung reinläuft. Das ist hier passiert. Ist eigentlich ganz einfach. Ist nur eine kleine Übungssache. Gummiband wieder drauf, Batterie eingebaut. Naja, wie gesagt, bei mir bleibt sie drin. Wenn ich sie nicht ankriege, habe ich ja diesen Starter mir gekauft, diese Starterbatterie, die mobile. Und somit sollte das auch erledigt sein. Jo, das war's. Ganz schnell. Welcome back. Ja, ich hoffe, für euch war was dabei. So ein paar Gedanken habe ich da ja immer zu. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, naja, dann gebt ihr zwei davon. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt und keins verpassen möchtet, dann abonniert meinen Kanal. Jo. Und jetzt danke ich euch für euer Interesse und sage wie immer Tschüss, bis zum nächsten Video.